Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag, ein wundervolles Wochenende. Und heute gibt es mal wieder Le Shinobilon. Und zwar mit dem Dragonblade Chroma. Den habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Wir spielen Talon und zwar gegen Lee Sin und Veigar. Meine zwei Lieblingschampions tatsächlich. Ja, Veigar vor allem macht mir natürlich immer richtig, richtig viel Spaß. Eigentlich hat er Teleport dabei, aber auch Glacial. Und was ist hier los? Ja, cool. Ja, dann tanze ich mit. Komm, da gehe ich direkt deep und tanze. Ne, was ist hier los? Oh, Pock! Da sage ich nicht nein. Meiner. Nice. Da sage ich nicht nein, Leute. Also, also ich hätte getanzt. Ich hätte getanzt, aber, oh, ehrlich. Also, weiß ich nicht, ob mir das jetzt verübeln kann. Ich meine, immerhin habe ich jetzt kein Flash Ignite, aber ja, ich meine, bis wir es brauchen, haben wir es vielleicht wieder ready. Gut. Es ist ein Ranked, Leute. Es ist ein Ranked. Also, und ich hab nicht geschossen. Thrash hat geschossen. Danach war es Selbstverteidigung quasi. Gut. Wir spielen gegen Veigar. Ich hasse Veigar. Hat eine Flash dabei. Oh nein, drei Minions. Oh. Ja, okay, wir haben wenigstens, glaube ich, alle drei XP bekommen. Das ist okay. Und wir haben ja First Blood, von daher passt das. Ja. Talon, meine Freunde. Talon. Ich spiele mit Gathering nicht, sondern mit Scotch. Ja, ich bin noch nicht so richtig überzeugt von Scotch, wenn ich ehrlich bin. Müssen wir mal gucken, wie das ist. Alle Talon spielen Scotch. Ich mag Scotch eigentlich überhaupt nicht. Gar nicht. Und das ist halt die große magische Frage, ist Scotch worth oder nicht? Na, wir können hier auch mal so ein bisschen Pokey machen. Guck mal, hätten wir jetzt Flash Ignite, hätten wir ihn auch fast schon bald töten können. Fast bald. Ja, wir müssen mehr auf die Map gucken, Leute. Wir müssen warden. Mein Ziel für diese Folge ist ein Warding-Score von 30. 30 ist der Warding-Score, den ich möchte. Das ist der Plan. So, jetzt müssen wir wieder Squatch brocken. Zack. Oh, gibt. Danke. Immer schön. Er hat auch keinen. Doch, er hat Arm, aber er kriegt sehr viel Schaden irgendwie. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir gleich geleasint werden, weil geleasint könnte sein, dass er nachtragend ist. Carrying after. Guck mal, er ist fast tot. Also mit Ignite könnte ich ihn jetzt legit wirklich töten. Okay, das war nicht so geil. Ja, wo ist Lee Sin? Wissen wir nicht. Ich habe auch noch keine E, deswegen ist das ein bisschen gefährlich gerade. Wir gönnen uns aber mal noch eine W hier auf den Veigar. Kriegen wir noch eine? Okay, Lee Sin ist oben, Leute. Lee Sin ist oben. Last Hitten ist auch immer sehr, sehr wichtig. Wir müssen richtig schön Last Hitten. Das heißt, er wird jetzt Mitte kommen. Könnte, na, auch mit Cage. Es wäre richtig cool, wenn wir über den Cage drüber springen könnten. Wenn Lee Sin Mitte kommt, dann wird er hier oben langlaufen. Das heißt, wir warden da. Dann haben wir beides gesehen. Wir können einmal hier drauf springen, machen eine W. Er wird gleich geslowt. Und deswegen muss er flashen, sonst wäre er nämlich gestorben. Wir haben jetzt seinen Flash, das ist sehr, sehr geil. Der ist voll aus Papier, Bruder. Gefällt mir. Wir können ihn jetzt einfach rein theoretisch uncuen. Wobei ich, er hat ja sein Cage, deswegen weiß ich nicht, ob wir rechtzeitig. Was passiert da oben? Deswegen weiß ich nicht, ob wir rechtzeitig. Wir können ihm nochmal eine W mitgeben. So, zapp. Das war nochmal Scorch. Also ich meine, der Scorch-Pock ist nett, aber. Ja, er hat Teleport. Er wird wahrscheinlich jetzt gleich einfach shoppen gehen. Wahrscheinlich jetzt wird er shoppen gehen. Wir freezen das, glaube ich, nochmal. Wobei, ich müsste eigentlich auch shoppen gehen, weil ich habe ja fürs Blatt gehabt. Wobei, ne, ich habe das Schwert schon. Ach, deswegen machen wir so viel Schaden. Ich bin dumm. Ich bin ja komplett dumm. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich so viel Schaden an dem mache. Aber wir haben halt einfach zwei Schwerter schon. Na? Gut, itemmäßiger Plan ist fragwürdig. Also entweder, es kommt immer so drauf an, ne? Bei Talon ist es nicht immer dasselbe, was wir machen. Mal gehen wir Dragtablade first, mal Mobi Boots und mal Tiamat. Das sind so die Varianten. Ich werde jetzt auf jeden Fall Schwerter kaufen. Ja, machen wir so halb und halb gehacktes. Guck mal, so haben wir ein richtig, richtig schöner Bag, kann man sagen. Ein Control Watch, Schuhe und Damage. Alles, was man möchte. Ein bisschen Regeneration, Damage, ne? Also, ich habe das Gefühl, ich kann ihn gleich töten nochmal. Deswegen habe ich mir ein Dragtablade gegönnt. Er hat kein Flash, wir haben gleich Flash ready, wir haben schon wieder Ignite. Er hat keine Rüstung gekauft, wir können ihn auf jeden Fall umbringen. Deswegen habe ich mir jetzt Damage gekauft. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten wir Tiamat kaufen können. Ja. Bitte den. Danke. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir brauchen Vision mehr. Wie gesagt, Vision Score. Wir haben schon eins, Leute. Eins haben wir schon. Da ist Veigar. Der ist allerdings dead, glaube ich. Da brauche ich gar nicht hinterher. Der ist einfach nur tot. Das ist natürlich unglücklich. Jetzt hat Veigar einen Kill bekommen, aber Auge machen wir nicht. So, wir warden hier. Da können wir direkt drauf springen. Q, W. Müssen ein bisschen. Ah, das zackt aber auch. Guckt euch den Schaden an. Guckt doch. Habt ihr den Damage gesehen? Können wir auch töten eventuell. Wir haben Red Buff. Auto-Tech Q. Wir brauchen nur ein paar Stacks. Und jetzt so.
Und jetzt machen wir so. Und jetzt sind wir... Oh, es war close. Es war damn close, Leute. Es war... Vielleicht hätte ich noch kurz warten sollen. Es war damn close. Es war... Tötet ihn. Dann kriegt er... Es ist Dresch! Dresch! Der ist da noch drin. Oh, jetzt springt er gleich raus. Oh, Boys. Boys of America. Ich glaube, warte mal, wir haben gerade Geld, Leute. Wir gehen, glaube ich, mal, wir gehen jetzt direkt straight mal auf die Mobis. Ja, war ein bisschen unglücklich. Ich war vielleicht auch ein bisschen greedy. Ich hätte natürlich escapen können. Hätte ich 1000 Mal können. Ich hatte 12.000 Wände um mich rum. Ich hätte nach unten gehen können, nach, also überall. War ein bisschen greedy, aber ich dachte, ich war halt Level 4. Aber manchmal, Leute, man muss auch manchmal ein bisschen Risiko eingehen. Ich sag immer, no risk, no fun. Das ist mein Motto. So, wir haben jetzt gleich wieder Ultimate. Wir haben Electrocute, wir haben Mobi Boots. Wir sind sehr schnell, wir können roamen. Ich würde sagen, wir pushen durch. Wir müssen aber natürlich auch gucken, dass wir Weiger ein bisschen kontrollieren. Ne, wir wollen die nicht komplett freie Bahn lassen. Aber... Na, hier mal so eine W durch. Zack. Gönn, gönn, gönn. Da wird schon wieder ganz viel gepinkt. Ist da einer unterwegs oder was? So, ich bin potenziell da. Allerdings auch nur potenziell. Wir springen einmal hier rüber. Machen Autotech erst. Ja, oder wir machen einfach so. Das geht auch. Das passt auch so. Jetzt gönnen wir uns erstmal Platten, Leute. Wir haben jetzt aber auch Ult. Wir könnten... Ja, Botlane ist noch fein. Wir pushen noch einen durch. Ich bin immer... Also, bevor ihr roamt, immer pushen, Leute. Pushen, 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 pushen. Einmal da durch. Das ist das Gefährliche in Low Elo. Weil da pushen die Leute nicht durch und roamen einfach. Und dadurch... Das sind halt Roams, die eigentlich irgendwie bad sind. Und dadurch... Ja, dadurch... Keine Ahnung. Weißt du einfach nicht, wann die Leute roamen und wann nicht. So. Na, zum Beispiel, jetzt müsste Weiger in die Mitte kommen. Weil er sonst einfach giga viel verliert. Aber es könnte sein, dass er jetzt einfach nach unten läuft und roam zum Beispiel. Ich meine, okay, das ist ja auch irgendwie jetzt nicht Low Elo, ne? Aber. So, ich glaube, wir gönnen uns hier zwei Platten und noch eine Wave, wenn es geht. Guck mal. Gib mir Platte, gib mir Platte. Wirklich? Krieg ich den? Hat der jetzt geflasht? Ist der komplett bereudet? Ja, da gehen wir raus, da machen wir gar nichts. Da sind wir einfach raus. Ist natürlich traurig, dass ich die Ultimate jetzt benutzt habe, aber hab einen Flash bekommen, das ist worth. Das Traurigste ist, dass ich da hinten das Ding nicht bekommen habe. Und wir müssen einen Control-Watch stellen. Wir brauchen Vision Score, war ja der Plan. Da steht schon mal eins. Wir haben halt wenig Mana. Vielleicht können wir ein bisschen Ananas im Dschungel finden. Bisschen Ananas wäre lecker. Da machen wir einen Control-Watch. Hier machen wir Ward. Und dann machen wir mal eben das hier weg. Ich hoffe, der macht jetzt hier keinen Stress. Lol, das hat man gar nicht gesehen. Wie unfair sind das? So, dann nehmen wir noch eine Wave mit. Am besten wäre es vielleicht, wenn wir die, ist halt die Frage, ob wir jetzt Tiamat gehen oder im Draktablade fertig bauen. Boah, ich habe so wenig Mana. Gefällt mir nicht. Und hier sind alle Wände rot. Aber wir sind alle hier. Jeder ist hier. Nevermind. Ja, 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 ja. Ich könnte flashen. Passt. Hier könnten wir immer noch was machen. Aber ich weiß nicht, ob das dumm ist. Aber ich mache manchmal dumme Sachen. Also, was soll's. Könnte reichen. Könnte. Autotech. Shit! Guck mal, er ist sogar echt nur gestorben. Kann es sein, dass er ein Scorch gestorben ist? Ich meine, wir haben 130 Scorch Damage gemacht. Das ist schon viel eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Aber. Ja, ich bin mir nicht sicher. So, wir machen Tiamat. Scheiß auf Weiger. Ja, bei Tiamat mag ich halt nicht, dass wir halt dadurch die Lane in der Mitte free lassen. Ja, er kann sich hier komplett hochfahren. Und so. Das mag ich manchmal nicht. Deswegen mache ich manchmal Tiamat später. Aber. Ja, ich glaube, ne. So, er geht jetzt nach oben potenziell oder teleportiert nach oben. Eins von beiden. Er muss auf jeden Fall da aufpassen. Er geht aber auch nicht weg einfach. Gib, 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 gib. Danke. Jetzt ist er tot. Wenn er jetzt stirbt, richtiger Hänger. Aber ich komme dir entgegen, weil ich... Nee, du bist tot. Quicksailer-Seminar habe ich gelernt. Quicksailer-Seminar. Ich glaube, er könnte sogar wegkommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt klaut er mir meine Platte. Geh weg. Geh weg. Danke. So. Ja, also... Den könnten wir töten. Der ist Level 6. Der ist fucking Level 6. Alter, du bist aus Papier. Kenne deinen Platz. Ich glaube, der wäre noch an meiner Blutung gestorben, aber es passt. Er ist Level 4. Ne, 6 meine ich. Aber er ist halt 2 Level unter mir. Das wollte ich sagen. Habe ich Level 4 gesagt? Ja, er ist 2 Level unter mir. Er ist richtiger, richtiger Inter, Leute. Und deswegen, wenn ihr Lee Sin im Team... Wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Wenn ihr Lee Sin im Team habt, geht er raus. Oh, shit. Later! Later! Was ist hier los? Jetzt sind alle in der Mitte? Rakan auch? Habt ihr keinen Bock mehr auf Botlane oder was ist los? Oh, cool, ein Buff.
Ja, den würde ich, glaube ich, mitnehmen, oder? Ist das verboten? Dann müsste einer meine Midlane-Mind halten. Ich hoffe, hier kommt ja keiner sonst, oder? Also, ja, okay, shit. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir so machen. Dann laufen wir nämlich hier rum. Und er läuft nämlich gerade oben. Ah, wieso läuft er hier lang? Hä, wieso? Hat, okay, das, okay, ich habe geintet, ich geb's so. Och, Mann. Hä, wieso? Wieso ist er nicht... Hat, okay, er muss gewardet haben oder so. Er muss das irgendwo... Also vielleicht hat er gerade hier ein Ward da rübergestellt oder ich weiß es nicht. Unglücklich. Okay, aber wir sind relativ stark, auch wenn wir inten. Alter, Hackerim, 6-1. Saramui. Saramui. Oh Mann, warum bin ich so ein Inter? Hilfe. Aber ist okay, es ist noch okay. Es ist noch okay. Aber ich muss auch wieder mehr Talon spielen, Leute. Ich bin gar nicht mehr drin bei Talon. Da müssen wir einfach mal wieder ein paar Games spammen, bisschen machen, ein bisschen tun. Dann passt das auch wieder. Aber ich kann mich aktuell auch nicht ganz entscheiden, was ich spielen möchte. Ich habe Bock auf Azir, auf Talon, auf Vladimir. So. Ja, so und Ahri auch, aber... Ja, Ahri ist halt irgendwie schwierig. Also Yasuo meine ich. Und Ahri... Ja, Ahri geht schon. Aber Ahri ist halt immer phasenweise. Ist so eine On- und Off-Beziehung mit ihr. Wir lieben uns schon, aber... Nicht immer. Manchmal nur. So. Abfahrt. Boah, manchmal hasse ich Moibuts. Ich weiß nicht. Manchmal hasse ich sie wirklich. So, wir können nach unten. Aber Botlane, die sind am Inten. Eigentlich lohnt sich das gar nicht. Wir machen mal... Wir wollen ja auch mehr Vision aufbauen. Hier ein Ward. Machen wir mal einen schnellen Jungle Clear. Guck mal, das geht doch flott. Und jetzt können wir schön von hinten rein. Allerdings warten wir noch auf die Q und Abfahrt. So, jetzt machen wir sowas. Zack, 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 zack. No! No! Ach, so knapp. Und schon wieder er? Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Das hasse ich an Moibuts, Leute. Guckt es euch an, wie langsam ich bin. Wie langsam ich bin. Deswegen hasse ich... Ich glaube... Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, seit ich Moibuts spiele, ist meine Winrate einfach um 1000% tiefer gegangen. Und... Also Moibuts und Nimbus Cloak. Das fehlt mir einfach gigamäßig. Das macht mich, wenn ich ehrlich bin, etwas traurig, Leute. Ich bräuchte ein Taschentuch. Dieser Lee Sin, ne? Der ist richtig, der hat richtig mit der Krawallbürste heute Morgen die Haare durchgebürstet. Mit der Krawalldrahtbürste. Der hat richtig Bock, aber der wird noch sehen. Ja, das mit den Moibuts, also, Also ich spiele die halt, weil... Ich spiele die aktuell nur, weil alle das spielen. Deswegen spiele ich Moibuts. Aber ihr könnt mir gerne... Ihr seid ja auch halbe Talon-Mans. Ihr könnt mir gerne sagen, wie ihr das so findet. Ich meine, man ist echt verdammt schnell auf der Map und kann richtig viel roam. Aber ich bin irgendwie nicht mehr so der Ninja wie damals. Das heißt, wenn ich gecatcht werde... Damals bin ich immer weggekommen. Immer. Mit Nimbus, mit schnellen Schuhen. Mittlerweile, wenn ich gecatcht werde, bin ich tot. Irgendwie. Das macht mich wirklich traurig. Ich werde gecatcht und sterbe. Bitte nicht. Na, auch hier, wie langsam. Ich bin so langsam. Ninjas sind nicht langsam. Ninjas sind nicht langsam. Dein Ernst? Was passiert hier? Hilfe. Wirklich? Ah, ich brauche unbedingt Draktable. Ich mache keinen Schaden. Ich vermisse Nimbus, Leute. Wirklich. Das ist... Ich glaube, ich habe Liebeskummer. Ist das Liebeskummer? Ich meine... Ja, es ist weg. Ist es eher... Ist es Liebeskummer oder Vermissenkummer? Nimbus war meine große Liebe. Es war wundervoll mit uns beiden. Immer wenn ich... Ist es eine Sie, Nimbus? Die Nimbus? Immer wenn ich sie am meisten gebraucht habe... Oder wenn ich jemand am meisten gebraucht habe, war Nimbus für mich da. In der 5-Mann-Midlane-Gang, Nimbus war da. Es macht... ich spüre schon fast die Träne in meinen Augen. Diese perlende Träne, die sich meiner Stirn runterarbeitet. Ja, meiner Stirn. Ich träne aus der Stirn, Leute. Ja, traurig. Wir sind 3-4. Ich bin ein Inter. Okay, aber cool. Was machen wir? Was sagt der Vision Squad? 7. Nicht so geil. Komm, du Kleiner, passt auf. Stirb jetzt! Stirb! Und ich bin tot. Oh, ich lebe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich habe wenigstens einen Kill gemacht. Aber Rakan hat überlebt. Okay, was kaufen? Wir brauchen jetzt unbedingt Schaden, Leute. Ich habe keinen Schaden. Ich habe keinen Schaden. Ich habe keinen Schaden. Ich habe keinen... Jetzt haben wir Schaden. Jetzt haben wir Schaden.
Okay, cool. Alter, dieser Lee Sin. Der macht richtig Krawall. Aber das ist... Ja, er geht sehr damage-lastig, aber nicht Full-Damage. Und Raktablade würde ich noch auf ihn sehen. Oh, lol, er hat ihn noch getroffen. Lol. Hätte er nicht das Auge gehabt da, dann... Ne? Okay, Leute, wir müssen jetzt uns... Wir müssen jetzt besser werden, gut werden. Es sieht ja overall nicht schlecht aus. Caitlyn ist Gigabig. Gigabig, 3 und 6. Wir sind Harsh. Und er ist Gigabig. Der Rest ist okay. Also Dresch ist auch noch fein. Wir werden jetzt, pass auf, eigentlich müsste ich kurz mal ein bisschen XP fahren, weil wir sind einfach Underlevel. Deswegen machen wir, glaube ich, auch so wenig Schaden. Und ich glaube, ich werde demnächst mal wieder mit Gazing. Ich glaube, ich muss einfach eine Vergleichsrunde machen. Ich meine, klar, ich muss auch mal ein paar Games spielen einfach, aber dann wieder Mercury Boots, beziehungsweise Ninja Tabis und Gathering Storm. Gathering Storm ist halt einfach saugut. Vielleicht müsste ich mir meine eigene Runenseite machen. Vielleicht CDR oder sowas. Vielleicht einfach mal was Neues probieren. Conqueror macht keinen Sinn. Ne, aber Gathering Storm. Gathering Storm gibt ab Minute 10 8 AD. Bitte nicht. Okay, ich habe ihn noch gekillt. Ich habe ihn noch gekillt. Das ist okay. Gathering Storm gibt ab Minute... Alter, wie oft ich sterbe. Ab Minute 10 8 AD. Scorch macht jetzt, also ab Minute 16... 27, also sagen wir, jetzt machst du 26, 25 Damage. 26 Damage. Einmal. Für einen. Okay, klar, alle 10 Sekunden, aber quasi ein Trade. Wenn ich meine komplette Combo mache mit 8 AD mehr, dann mache ich auch 26 Schaden mehr, oder nicht? Das heißt, Scorch ist wirklich nur die ersten 10 Minuten gut. Und danach schwächer. Kann man das so sagen oder ist das Quatsch? Ich spiele Scorch nur, weil alle das machen. Also ich spiele gerade einfach mal den Meta-Shit. Aber vielleicht ist ja das, was alle machen, nicht gut. So, wir gehen jetzt mal Botlane, Leute. Schnauz voll jetzt hier. Na, vielleicht ist das ja das Problem. Aber ich meine, klar, es macht schon Sinn. Du kannst auf der Lane halt mit Scorch Leute besser töten. Die ersten 10 Minuten sind halt schon wichtig, ne? Kann man schon sagen. So, wir haben Ult, Leute. Komm. Der hat ein Stundenglas, wirklich? Da kann ich nichts machen, da bin ich raus. Der macht schon wieder hier so eine... Das gibt's doch nicht! Mobi-Boots! Ich bin zu langsam! Ohne Witz, ihr verpisst euch jetzt. So, was für Schuhe? Mercury's? Ah, kein Geld für nichts. Ich brauche jetzt mal Jumus. Vielleicht bin ich ja etwas schneller mit Jumus. Ah, das war teuer. Dieser Lee Sin aber, ne? Der hat... Der, jetzt, ich weiß nicht, der ist richtig wütend. Vielleicht... Ich meine, man kann es ihm nicht verübeln. Wir haben ihn am Anfang, das war quasi die Red Wedding. Wir haben ihn so richtig rote Hochzeitmäßig getötet. Und jetzt ist er einfach verletzt in seinem tiefsten Innersten. Kann man schon verstehen, wenn man ehrlich ist. Also. Aber er hat richtig. Das Gute ist natürlich, dass er irgendwann intet. So, wir werden jetzt erstmal das, wir werden rehabilitieren. Wir werden jetzt erstmal farmen und wieder ins Game kommen, ein bisschen Geld machen. Wir werden so auf 150 CS, Vision Score 30 ist bisher auch noch nicht so geil. Oh, wir haben schon drei Drachen, ja, Pock. Wir haben halt Ohren unten. Aber wir werden einfach nur ein bisschen farmen. Ein bisschen farmen, Level bekommen, XP. Ne, ich bin halt die ganze Zeit tot. Deswegen, normalerweise sind Assassins halt deswegen so stark. Weil die halt einfach immer ein oder zwei Level über allen sind. Aber ist halt nicht der Fall. Oh, der hat aber... Ne, der ist Ohren. Der hat Full Armor. Der hat 1000 Rüstung. Hier sehen wir übrigens Tank Design. Oh, Tank Design. Oh, Tank Design. Warum? Der killt mich noch. Also er will mich killen, Leute, ich sag's euch. Das ist das Einzige, was er machen kann. Meiner. Oh, Tank Design. Oh, Tank Design. Wie schmerzhaft ist denn dein Hammer? Full Tank gebaut mit viel HP. Kein Damage dabei. Der One-Shot ist aber dabei. Okay, lassen wir das. Ja, Sängerkarriere wird nix. Ich werde aber noch dran feilen, Leute. Irgendwann kommt der Hit raus. Das ist mein Album. Man könnte aber auch vielleicht, ich glaube, ich würde mich auf Schlagerkarriere sehen, so. Ne? Schlagerkarriere wäre richtig geil. Schlagerkarriere mit so einem richtigen Party-Song, ne? Was können wir machen? Das sieht irgendwie aus wie eine Aktion, wobei ich sterben werde, Leute. Ich bin raus.
Leute, lasst raus. Irgendwie, ich werde dabei sterben. Ja, ich wollte das schon sagen. Ich werde dabei sterben. Und jetzt sind die Mobi-Boots wieder aus, by the way. Jetzt sind die Mobi-Boots wieder aus. Also es ist nicht so, als hätte ich es nicht gesagt, aber ich habe es eigentlich schon gesagt. So. Und ich habe auch weggepinkt, wenn ich ehrlich bin. So, wir machen jetzt in meinem Jumus fertig. Jumus. Und jetzt brauchen wir Black Cleaver. Den Black Cleaver. Okay, wen können wir töten? Or nicht? Lee Sin ist mittlerweile auch schwierig, weil er ein Level über mir ist, weil er ein bisschen AP hat, ein bisschen Rüstung hat. Sogar relativ viel Rüstung mit GA. Und ein GA. Weiger geht, aber er hat ein bisschen HP hier. Am besten wäre Jin Waslowski. Da, ich sehe ihn. Ich habe einen Jin gespottet. Enemy spotted. Mit einem Ornn. Aber Ornn kann keinen Jin beschützen, Leute. Merkt euch das. Kann er nicht. Enemy spotted. So, schön. Gut, und jetzt gehen wir Botlane. Ne, das... Oh, Leute, was ist denn hier oben los? Ne, aber das ist, was wir können. Okay, dann können wir vielleicht noch eine Backdoor-Kanone machen. Aber ich habe leider... Okay, die sind das... Der kommt nochmal. Der kommt. Der kommt. Der kommt nicht. Okay, dann gehen wir Botlane-Farm weiter. Wobei, Botlane ist der Tower weg. Lass Toplane splitten. Splitty, splitty, splitty. Gehen wir Toplane. Oh, dieser Lee Sin, so ein nerviger Boy, ey. Das ist verrückt. Schafft ihr das hier? Lass das mal, drop das mal. Oh, den Red Buff, den muss ich nehmen, weil sonst nimmt Lee Sin den sich. Oh, was? Wie kann der mich das ganze Game lang umbringen? Das geht nicht. Außerdem, wo kam der her? Hilfe, Mama! Ich hab 8 Tode. Okay, sie hat mittlerweile auch... Ich meine, immerhin habe ich 7 Kills, aber... Dieser... Aber Leute, Lee Sin, der wird irgendwann useless werden. Das sage ich euch. Das ist im goldenen Regelbuch. Lee Sin und Kills... Der wird noch... Ich glaube, er ist wirklich gekränkt in seinem... In seiner Ehre oder... Braveness oder so. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das tut so weh. Oh Gott. Leute, wir brauchen den Drachen. Leute, wir brauchen den Drachen. Dann haben wir... Was ist das? RR. Oh, R-Drach. Das ist wie ein Imbus. Das ist wie Nimbus. Das ist also wie meine Ex so. Also Nimbus, Ex so, ich weiß nicht. Können wir hier noch was machen? Vielleicht. Okay, und jetzt machen wir so. Und jetzt machen wir so. Und jetzt machen wir gar nichts. Jetzt sind wir raus. Der hat jetzt. Okay, wir haben Nimbus, Leute. Wir haben jetzt zweimal Erdrache und Nimbus, Schmimbus. Den könnt der ist den nicht baiten lassen von denen. Der hat 12.000 AP. Wir pushen jetzt Mitte. Und dann gehen wir Toplane pushen. Toplane. So, jetzt gehen wir Toplane reindrücken. Wir brauchen halt Black Cleaver so ein bisschen. Das wäre nicht verkehrt. Was, wieso sehen... Achso, wegen dem... Ich brauche Wards. Vision. Hier, Baron. Wie viel haben wir? 30 wollen wir. Wir wollen 30, Leute. Zack, komm. Oh, das Ward hat richtig viel. Ah, nee. Wir haben aber... Wir haben Ult. Wir haben Ult. Die haben aber schon... Die haben schon wieder Bock auf mich. Aber ich bin schnell. Passt auf, wir holen uns jetzt direkt Jin einfach. Der weiß gar nicht, wie sie ihm sich geschieht. Mobi-Boots. Mobi-Boots. Gut, schön. Und jetzt gehen wir Botlane wieder. Das ist so quasi so ein Drive-By. Wir haben halt keine Ult, deswegen, die, wenn die fighten, ist okay. Aber bei mir ist das quasi so, ich ulte und dann muss ich aufladen. Das ist wie so eine Waffe. Ne? Health to reload. In der Zeit können wir nichts machen. In der Zeit ist mein Team auf sich gestellt. 9-8. Ja, also ich sterbe zu oft. Safest Ding. So, wir können den Red Buff, würde ich gerne nehmen. Wir haben wieder Ult. Jetzt könnten wir, jetzt haben wir zum Beispiel nachgeladen. Jetzt könnten wir den Lee Sin töten, aber der stimmt auch so. Passt, perfekt. Oh, Nimbus, Alter. Oh Mann, ich will, dass sie das umändern. Ich will die Rune wieder haben. Die aktuelle Nimbus-Rune ist kompletter Ranz, ey. Das braucht doch keiner. Oh, geil. Wenn ich das jetzt nochmal mache, dann geht der Rage Quit-mäßig. Nimbus! Oh, okay, schade. Aber wir haben... ich habe ein Signal gesendet. Das Signal ist don't play AD Carry and play AD Carry. Signal wurde gesendet. Und Black Cleaver ist da. Schön. Well, you got the Drakes. Well. Oh, well. Ja. Gut. Schön. Boah, ich glaube, ich gönne mir gleich erstmal ein richtig schönes Karamelleis. Schönes, leckeres Karamelleis. Richtig, richtig lecker und karamellisch. So, Frage ist jetzt.
Eigentlich wäre es jetzt sehr, sehr gut, wenn wir den Top Lane Tower machen würden. Aber pass mal auf, Guys. Ja, ist jetzt die Frage. Will ich Botlane pushen, weil dann machen die eventuell Rabadons und Botlane kommt eh nur Orange zum Verteidigen und den kann ich halt nicht traden. Das ist das Problem. Aber wir pushen erstmal ein bisschen rein. Ein bisschen können wir reinpushen. Nein! Okay, jetzt müssen wir zum Team. Das Team fightet gerade. Wir müssen ganz schnell. Das ist der Vorteil, wenn man Split pusht als Talon. Man ist sehr schnell und kann schön in den Rücken rein. Schön in den Rücken. Allerdings stirbt mein Team. Aber da geht noch was, Leute. There's something going. Ne? There's something going. Ihr könnt halt den Neckbreaker machen. Schön von hinten rein. Und deswegen ist Split Push Talon so geil. Allerdings haben wir jetzt 2 für 2 getradet. Aber wir haben Nimbus, also beziehungsweise wir haben Air Drakes, deswegen hat meine Ult überhaupt keinen Cooldown. Wir können also gleich direkt wieder ulten. Ne, die hat wirklich 26 Sekunden. Das ist arscht gar nichts. Deswegen können wir jetzt hier von hinten nochmal ran und den Lee Sin töten. Und meine Moolboots sind wieder aus. Ja, moin. Later! Immer ein Genuss! Oh shit! Mach mich schneller! Mach mich groß! Mach mich schnell! Mach mich lang! Miau, 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 miau! Wo ist er? Hä? What the? What the? Den schaffen wir nicht. Das ist Orn. Das ist Tank Design. Oh, Tank Design! Oh, Tank Design! Der kommt bestimmt nochmal, aber wir müssen irgendwie. Alle Wände sind rot, aber ich bin Entfesselungskünstler. Ich komme irgendwie weg. Pass auf, wir traden das. Wir traden das. Oh, Tank Design. Oh, Tank Design. Du hast 12 Black Cleaver Stacks auf dir. Interessiert ihn halt überhaupt nicht. Was ist das? Wieso ist das Stahl? Okay. Was können wir bauen, damit er schneller stirbt? Wie wäre es mit... ja, weiß ich nicht. Datte oder Datte, Leute? Was baut ihr so? Datte oder Datte? So, ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal den Toplane Tower. Das wäre wichtig. Zwiebelschalensystem nennt sich das auch. Now I very tank. Now I very damage. dieses gute Englisch. Sehr schön. Sehr. Komm, gib. So. Also, wir pushen jetzt folgenderweise hier Splitty-mäßig durch. Und wenn was passiert, dann sind wir im Nugget. Im Nugget sind wir dann. Guck, na, jetzt können wir... Wir machen jetzt auch richtig viel Schaden an dem Ding hier. Guckt ihr das an. Bam. Oh, kennt ihr noch die Zeiten, wo Yumus Attack-Speed gegeben hat? Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt Attack-Speed. Richtiges Träumchen. Richtiges Träumchen. So, und jetzt könnten wir nämlich... Entweder wir splitten weiter oder wir können in den Rügge rein. Okay, Lee Sin ist hier. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil der ist nicht ohne. Okay, er kickt mich. Ja, wieso ist jeder... Nicht dein Ernst. Wirklich? Leute, macht was! Team! Ah, oh, okay, aber wenn ihr jetzt Eldar bekommt, dann wäre... Jetzt sind halt alle... Ah, ich bin wirklich... Ah. Weißt du, die Jhin W war so bad. Die war nicht absichtlich so. Die war einfach nur bad. Aber wenn wir den jetzt bekommen, ist das fein. Allerdings, nimm, mach die Pflanze weg. Mach doch die Pflanze weg. Mach doch die Pflanze weg. Danke. Okay, dann war es okay halt, ne? Ich meine, wir haben jetzt mehr oder weniger, war zwar noch gefährlich, aber durch mich halt den Baron bekommen. Das war halt, ne? Das ist halt ein Geben und was und ein Geben. Ich habe dem mein Leben gegeben und die haben uns den Elder gegeben. Geben und geben. Jetzt machen wir Ditte oder Dit andere. Machen wir Dit andere, hier. Datte. Ja. Schön. Schön, 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 schön. Well, Playly, I'm just better. I'm just better. Leute, ich bin auch noch da. 12-10. Lass mal über mich reden hier. Kommt. Ja, also aktuell, was hätte man in diesem Spiel verbessern können? Alles. Weniger sterben vor allem, weniger retarded sein. Aber es war lustig und das ist ja auch wichtig, oder? Ist es nicht wichtig, dass man auch lustig ist und lustig hat und Spaß hat? Können wir da irgendwas machen? Toplane? Toplane Tower? Guck mal, den habe ich ja auch reingepusht, ne? Deswegen... Ich glaube noch nicht, dass wir enden können. Deswegen hole ich mir mal den Tower hier. Oh, wieso ich? Hey, wieso kommt der zu mir? Kann ich den eben haben? Dann bin ich gleich dabei. Bin gleich bei euch. Bin gleich bei euch. Jetzt bin ich da.
Ja, Ohren, diesmal mache ich dich fertig. Doch nicht. Never Quicksilver Seminar, Leute. Ganz ehrlich, bevor ihr da irgendwie einen Turm macht, macht das, was ich da. Wir hätten den Inip haben können. Da hätten wir viel mehr von gehabt als den einen Turm. Ne? Das wäre schon zum. Aber wir holen uns immer Gin auf. Gin hätte ich nochmal Bock, Leute. Hier, wir brauchen noch Wards. Wir haben 12. Okay, das mit dem Ward muss ich echt besser machen. Ich bin richtiger Inter, was Warding angeht. Bin richtiger Inter. Oh, ich habe noch Elder, oder? Ist das hier Elder? Nö. Da kommt der Lee Sin. Arsch. Oh, da unten ist Jin, Leute. Enemy spotted. Enemy spotted. Zugeblär. Was? Ja, schön. Tschüss. So, jetzt müssen wir zu Lee Sin. Coming home for Christmas. Christmas Day, oh Christmas Day. Ich bin tot. Mama mia. Ich guck zu. Und bin weg. Tschüss. Later. Ich hab Ult, aber kein Bock. Wir haben Ocean Drake. Wär's mit Blue Buff? Brauche ich eigentlich nicht, aber würde ich mir gönnen. So, die Frage ist. Jetzt Ultimate hat jetzt 19 Sekunden, Leute. 19. Einfach. Ja, Scorch. Keine Ahnung. 540 Schaden ist schon viel, aber. Hätten wir Gathering, wird da auch eine gute Zahl dran stehen, oder nicht? Oder nicht? So, wir machen jetzt mal. Nee, wir spielen das jetzt mit Moibuts noch weiter, aber. Ich glaube. Ich werde demnächst nochmal an. Ich meine, ja. Mir fehlt einfach. Wir könnten ja sagen, wir spielen andere Boots. Aber dann wieder. Nicht Ultimate Hunter ist zwar cool. Aber wir spielen verteidigende Schuhe. Und spielen mit Lauftempo-Rune. Oh, wir haben gewonnen, glaube ich. Leute, ich will auch. Oh. Ja, okay. Aber schön. Einmal noch unten. Einmal Minions farmen. Wie viel Vision Score? 12. Kacke. Ja gut, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen und bis dann. Goodbye, ihr süßen Zuckerschnecken.